Servus meine lieben Profis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons auf der Nintendo Switch. Und ja, ich habe mal wieder den Ton etwas zu laut, aber ich regel den anders runter als immer hier an dem komischen Drehgriff am Mikrofon. Ja, ich bin sehr gespannt, was abgeht heute. Zwei Folgen nehmen wir heute auf und wir haben ja gesagt, ne, heute erste Folge, ne, ist ganz normal Standard. Erste Folge ist ja ganz normal Standard, den Daily-Kram, den ich hier jetzt aufnehme. Und dann morgen geht's wieder hardcore ran, ab auf die Insel. Ich will alle Früchte endlich machen. Und sobald wir keine Meilen haben, kümmern wir uns darum, dass wir ein bisschen vorankommen. Weil ansonsten ist das hier irgendwie nur so ein blödes Rumgeeier. Naja. Hallo liebe Bewohner. Es ist Montag, der 25. Mai 2020 um 17.39 Uhr hier auf Nikonia. Keine Neuigkeiten heute. Gehen wir jetzt die neue Woche an, ja? Das war alles von irgendwas und das war alles von mir, okay. Ja, Mann, wäre das schön, ey, um 17.39 Uhr die neue Woche anzugehen. Ach ja. Oh, wir haben Post. Post. Tatjana. Letztens beim Jatten hatte ich die Nase voll und habe den Blattläusen mal richtig die Meinung gegeigt. Tja, die Nachbarn haben sich über den Krach beschwert, aber die Lauseviecher sind immer noch da. Okay. Ach genau, der ganze Blödsinn kann ich sofort wegwerfen. Genau. So. Unkraut weg. Hi. Jo, Nickotube, was geht? Lass uns plaudern. Das Inselleben mag nicht perfekt sein, aber dafür ist es knallhart. Was will man mehr? Ja, genau. Oder so ähnlich. Hi. Schön, dich zu sehen. Ich will plaudern. Eigentlich habe ich ja heute noch so einiges vor, aber ich hätte auch große Lust auf Schachspielen. Hat sie nicht beim letzten Mal schon mal irgendwas von wegen Schachspielen gesagt? Sie ist wohl scheinbar sehr schachbegeistert. Ich übrigens auch. Naja, ich weiß, wie Schach funktioniert, das war's. Ich bin nicht wirklich gut da drin. Ich kenne die Regeln, das war's. Strategien oder sowas habe ich halt selber noch keine, weil ich zu selten Schach spiele. Nun ja, wie heißt es so schön? Es ist erst die Arbeit. Wie heißt es so schön? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich werde mich einfach etwas beeilen. Tu das, ich will dich nicht aufhalten. Ich werde mich nämlich auch beeilen. Und vor allem erstmal eine Schaufel in die Hand nehmen. Die werde ich nämlich brauchen. Für Fossilien. Ja, her damit. Grab das mal hier wieder zu. Genau. Hier geht's rein. Oh, Ottokar ist da draußen, sammelt Stöcker. Finde ich super. Was der so alles kann und tut und macht. Hi, na, wie ist die Lage? Puh, ich kriege ja fast Muskelkater. Vor lauter Kreativität. Sag mal, wie gefällt dir mein Werk? Was ist denn das? Ich habe einen Bienenwabenboden angefertigt. Eigenhändig. Ja, die Kilometer 33, bla bla bla. Ja klar, her damit. Genau. Okay, ciao. Ich finde so süß, wie die immer winken, wenn man rausgeht. Tschüss. Mir gefällt das. So, wir haben Meilen, weil die werden wir nämlich, also die sind super wichtig für uns, die Meilen. Die werden wir nämlich später ordentlich ausgeben. Mal wieder. Ein Sackträger, toll, da hatten wir letztes Mal schon nicht so viel Erfolg mit. Hi, hi auch. Na? Hallihallo, wie geht's dir? Lass uns quatschen. Ein weiterer klasse Tag auf Nikonia. Genau. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Unkraut. Weg. So, mit wem haben wir denn jetzt alles gequatscht? Mit den beiden? Mit den beiden. Fehlt noch der Hundi? Ja, dich haben wir schon gehabt. Grübel und studier. Oh, wir können neue Böden kaufen, aber ich habe gerade kein Geld für den ganzen Spaß.
Genau, die beiden waren, weiß ich nicht, haben wir mit beiden jetzt schon gequatscht? Er fehlt ja noch, Moment. Der Hundi fehlt noch, das Nilpferd. Und ich glaube, das war's, ne? Wie viele Bewohner haben wir dann? 3, 4, 5, 6, 7. Mit 4 habe ich gequatscht. Habe ich mit 4 gequatscht? Moment, den beiden, nee, genau, 4, 5 habe ich gequatscht. Es fehlen noch 2, genau. Also, das Nilpferdchen und die. Genau, er hier. Alles in Ordnung? Lass uns quatschen. Ich lasse mal ein wenig die Brise von Nekonia um die Nase wehen. Perfekt, mach mal weiter. Wer fehlt noch? Ach, der Hundi, genau. Dann sind wir durch. Nein, soll schon den Springerstock hier nehmen. Hier, komm, so und ab dafür. Haben wir doch vorhin schon mal irgendwo rumrennen sehen, oder? Ah ne, der ist zu Hause. Habe ich noch gar nicht rumrennen sehen. Habe ich mich voll vertan hier. Hi, du Hiopai. Na? Schön, dass du mal zu Besuch kommst. Ich wollte mit dir reden. So, ich werde jetzt eine seltsame Frage stellen. Und du musst spontan antworten. Warum? Aus Gründen. Stell dir ein kugelrundes Aquarium direkt vor deiner Nase vor. Wie ist, was ist drin? Ein Haufen Müll? Schlange? Oktopus? Also, kugelrundes Aquarium ist absolut nicht gut für Fische. Und ich meine, sogar in Deutschland ist sowas sogar verboten, weil die da irgendwie verhaltensgestört werden bei sowas. Ich meine, in Deutschland ist sowas sogar verboten. Also, sprich, direkt wirklich sowas wie ein Goldfischglas zu verkaufen. Also, als Vase oder so geht's, aber die dürfen es, glaube ich, nicht als Aquarium verkaufen. Deswegen tue ich das kein Tier an, sowas in ein Goldfischglas beziehungsweise in ein kugelrunden Aquarium zu stecken. So cool die vielleicht aussehen mögen, aber es gibt andere Möglichkeiten. Aber da werde ich irgendwann auch auf meinem Zweitkanal mal drüber quatschen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema für Minecraft hier und für meinen Zweitkanal für einen Motorvlog oder Vlog, wenn es dann soweit ist. Also sage ich mal einen Haufen Müll, weil ich keinen Bock habe, dass da irgendein Tier da reinsteckt. Gut, das war natürlich eins von diesen Psycho-Experimenten. Mal sehen, was deine Antwort aussagt. Du hast einen Haufen Müll gesagt. Lass tief blicken, sehr tief. Die meisten würden jetzt sicher denken, du wärst ein Zyniker, aber ich durchschaue dich. Das eine Müll ist des anderen Schatz, oder? Du bist also ein Optimist. Ich hab's gewusst. Haha. ja, klar, logisch. Super. Also eigentlich muss ich sagen, ich bin tatsächlich sehr optimistisch, aber im Moment habe ich so eine Stimmung, wo ich zwar motiviert bin, viel zu tun, aber ich bin im Moment eigentlich eher in einer pessimistischen Stimmung tatsächlich. Also jetzt nicht, was YouTube angeht oder sonst was, sondern andere Dinge, private Dinge, wo ich gerade auch nicht unbedingt drüber reden möchte. Also, ja, so die Leute, die mich privat kennen, die mich privat auch sehr gut kennen, die wissen, was los ist. Es tut YouTube und so weiter überhaupt keinen Umbruch, das kann ich sofort sagen. Hat damit nichts zu tun. Es ist wirklich komplett privat und das trenne ich. Also ich trenne privat, Beruf und YouTube ja ganz gerne, zumal ich bei YouTube immer so einen kleinen Ausweg beziehungsweise wie so einen sicheren Hafen habe, um sowas aus dem Weg zu gehen beziehungsweise um halt mal Ruhe vor sowas zu kriegen. Deswegen ich YouTube sehr gerne mache und ich mich sehr darauf freue, meinen Zweitkanal zu betreiben. Aber tatsächlich muss ich sagen, hatte ich vor kurzem eine Zeit, da hat mir das so viel Motivation gekostet, beziehungsweise mich so runtergezogen, wo das Ganze noch sehr frisch war, dass ich kurz überlegt hatte, für ein, zwei Wochen Pause zu machen. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht getan habe, bin ich ganz ehrlich. So, wie viel Glück habe ich heute mit den Geldsteinen? Wie viel Glück habe ich mit den Geldsteinen? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, so. So, da vorstellen und ab geht's. Komm, das Material nehmen wir mit.
Das Material nehmen wir mit, vor allem weil es eigentlich relativ viel Eisen war, so 3 oder 4 Eisen oder was das jetzt war, ist nicht wenig für so einen Stein. Deswegen, sonst hätte ich, wäre da von Anfang an Stein rausgekommen, hätte ich gesagt, nee, nehme ich nicht mit. Kann mir gestohlen bleiben. So, und wir kriegen eine neue Quest, Reno. Sammeln wir mal ein hier, die Meilen. Schieße Ballons ab, einen einzigen, okay. Vielleicht sollte ich mal meine Schleuder heute mitnehmen, ausnahmsweise. So, wie viel fehlen uns denn? Uns fehlen wenigstens noch 2 Fossilien. In den Geldbeutel, genau. Wenigstens noch 2, ich denke meistens sind es halt echt 5. Also ich denke 5 sind es eigentlich immer. Man kann Glück haben, dass 6 sind. Und mit denen auf der Insel können es sogar 7 sein, hatte ich glaube ich schon mal an einem Tag, ne? Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Hier unten war es aber auch nicht, ne? Okay. Ich glaube, die anderen beiden sind definitiv irgendwo oben. Ich werde aber mal kurz hier in die Modeschneiderei reingucken. Und gleich nochmal eben bei Nux laden. Das sind so Anlaufstellen, da muss ich definitiv hin. Hi! Okay, es sieht uninteressant aus, was wir hier haben. Ich bin wieder raus. Kann ich mit ihr reden? Sagt sie mir. Entschuldige, keine Zeit zum Reden. Hey, Tina, kannst du dich mal bitte um diesen Kunden hier kümmern? Ja, kann ich. So, tschüss. Ne, ist alles ein bisschen uninteressant. Ich frage mich, ob ich von ihr jetzt irgendwie nochmal sowas kriege. Von wegen, also auf dem 3DS war es so, dass sie sehr schüchtern war und umso mehr man sie angesprochen hat, umso offener war sie irgendwann zu einem. Und die hat dann dafür gesorgt, dass man die Nähmaschine kriegt, wo man QR-Codes einscannen konnte für Designs und solchen Kram. Und deswegen werde ich sie einfach auch mal die nächsten Tage immer regelmäßig ansprechen. Mal gucken, ob es bei ihr auch so ist, dass sie erst schüchtern ist und dann immer selbstbewusster, zumindest mir gegenüber wird. Cool wäre es ja und deswegen probiere ich es einfach mal aus. Hier mal rüber. Pfui. Unkraut. Pfui. Noch mehr Unkraut. Wo kommt das alles her? Wurde alles weggehabt hier. Huch. Was haben wir denn da? Ich habe eine Fundsache. Wer die wohl verloren hat, das ist eine gute Frage. Bin gespannt. Ich werde den Besitzer finden und wenn es das letzte ist, was ich tue. Heißt also nochmal mit jedem quatschen. Da hinten ist noch was. Erstmal Unkraut. Pfui. Und hier haben wir ein Fossil. Warum dreht er sich eigentlich unbedingt um zum Ausgraben? Das ist völliger Schwachsinn. Ey, Freundchen, früher war nicht alles so schlecht wie heute. So. Ja. Ausgegraben, finde ich gut. Mach das mal weg. Ich glaube, ich sehe da oben noch was. Dann hätten wir nämlich wenigstens die 5 zusammen. Hier hinter dem Baum. Wow! Das ist mal Glück. Definitiv. Das ist Glück, Leute. Also so definiere ich Glück. Ich bin sehr anspruchslos. Ich habe sehr geringe Ansprüche. Okay, damit haben wir definitiv genug Fossilien und können ab zum Museum, Jungs. Und vor allem nochmal mit jedem sprechen. Vielleicht finden wir ja jemanden, der da so ein Buch verloren hat oder was das sein soll. Steht nur Fundsache dran. Kann natürlich alles jetzt erstmal im ersten Moment sein. Ey, du, was geht ab? Hast du da was verloren, Kollege? Hallo. Nasi? Hast du was verloren? Worum geht's? Zeig mal her. Oh, am liebsten würde ich es ja behalten, aber eigentlich ist das nicht meins. Frag mal Dagmar. Wow, wie gut er die einfach schon kennt. Ich weiß halt vor allem nicht, was es ist. Das wäre was die vielleicht mal im Update machen könnten.
Dass man die Fundsache auch weiß, was es ist und man eventuell daran feststellen kann. Oh, ich kann es, glaube ich, untersuchen, oder? Das scheint irgendjemand hier verloren. Okay, mehr kann ich nicht darüber erfahren. Aber dass man es mal genau weiß, was es ist und eventuell an Charaktereigenschaften oder Geschmäcker von den Charakteren herausfinden kann, beziehungsweise erraten kann, wer das verloren hat. Das wäre ziemlich cool, weil ich finde, grundsätzlich sind die Charaktere hier schon ziemlich einzigartig. Also sprich, keiner ist wie der andere. Jeder hat so seinen ganz eigenen Charakter. Und deswegen könnte man sowas ja auch... Sorry. Könnte man ja sowas auch an... Also wenn jemand was verloren hat, sowas auch an irgendwie so einen Kram festmachen. Zum Beispiel, ne, Dagmar redet halt viel von irgendwelchen Schachgeschichten und solchen Sachen. Wäre das jetzt sowas wie ein Schachbrett oder sowas oder wie ein Buch zum Thema, wie spiele ich Schach oder sowas wäre, dann könnte man ja schon quasi festmachen, dass das ihr gehört. Ey, mit dir habe ich auch noch nicht geredet. Na, was geht ab? Hallöchen, Moment mal. Ist es schon so spät, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat? Lass uns quatschen. Was mache ich heute Abend? Das weiß ich nicht. Bei der Gelegenheit können wir mal eben kurz hier in seinen Laden gehen. Der hoffentlich irgendwann noch mal wieder ausgebaut wird, weil ich finde das Angebot immer noch super klein. Hi! Boah, da steht ein Server, Alter. Was wollen die dafür haben? Was wollen die für den Server haben? Das ist ein Server, genau. 100.000 Sternis! Nee. Also noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ich weiß es noch nicht. Gut, die Bücher da, die habe ich ja schon mal so. Nee, ich wollte gar nichts von euch. Nee, geh weg. Ich wollte nochmal ins Regal gucken. Ich plane zwar jetzt keinen Server aufzubauen, also irgendwann vielleicht mal, wenn ich sage, okay, ich möchte Community-Server und sowas einrichten. Aber ich plane im Moment so ein bisschen sowas wie eine eigene Cloud zu errichten. Wie einige von euch wissen, bin ich ja begeisterter und überzeugter iOS-Nutzer. Beziehungsweise in Zukunft möchte ich auch ganz gerne mal macOS ausprobieren. Also zum Schneiden und so weiter. Und ich muss sagen, iCloud und sowas finde ich halt ist eine coole Sache. Problem ist bloß, die ist meiner Meinung nach zu klein und der Speicher ist viel zu teuer dafür. Deswegen bin ich so ein bisschen überlegen, mir eine eigene Cloud eventuell einzurichten. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Ich halte euch auf den Laufenden. Ja, vielleicht wäre das nochmal ein Projekt für einen Zweitkanal. Man weiß nicht. Man weiß es nicht. Ey, wo ist die denn jetzt, wenn man die sucht? Sag mal, das kann doch nicht angehen. Wo rennen die denn alle rum? Ey, Dagmar, wo bist du? Komm her. We need you. Ich kann natürlich hier unten auch am Strand sein. Ich gucke ja immer nur hier oben auf der grünen Fläche. Ich kann ja genauso gut auch unten am Strand rumrennen. Aha. Gefunden. Nasi? Heute laufen wir uns aber oft über den Weg. Gehört das hier zufällig dir? Worum geht's denn? Um diese Fundsache hier. Huch. Du hast mein Tagebuch gefunden. Verdammt, warum haben wir nicht reingeguckt? Ich hatte es vor kurzem irgendwo liegen gelassen. Vielen, vielen Dank. Ich hatte innerlich schon damit abgeschlossen dafür. Abgeschlossen. Dafür verdienst du eine Belohnung. Ich kriege einen Streifenpulli. Ein Ringeranzug. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür. Bestimmt. Wie sieht der denn aus? Wahrscheinlich komplett bescheuert. Tragen. Tragen. Okay, der wird verkauft. Und jetzt holen wir uns erstmal neue Meilen. Ist irgendeiner der Aufgaben hier unten der wahre Freunde? Oh, sind wir jetzt... haben wir fertig. Wir haben eine ganz neue Errungenschaft hier freigeschaltet. Mein Gott.
Mein Gott. So, auf ins Museum, Fossilien analysieren lassen. Ich hoffe, die hat davon noch welche, noch nicht. Im besten Fall so zwei, dann labert sie mich nämlich eher. Eugen ist ein eher. Lagert, genau. Lagert der mich nicht so voll. Der labert mich dann wenigstens nicht so voll, da kann ich nämlich beide auf einmal abgeben. Und ich kann auch welche verkaufen. Das wäre super. Willkommen im Museum. Ja, Stempeljagd, bla bla bla. Okay, ja. Hallo? Fossilien analysieren. Ja, bitte, dankeschön. Wobei die Fossilien jetzt auch nicht so viel wert sind, habe ich ja beim letzten Mal festgestellt. Aber egal. Ja, okay. Der hat wenigstens eins hat er davon nicht. Das ist gut. So, und jetzt laber nicht, du kriegst es ja. Oder die, je nachdem wie viele es sind. Ah, ich will da was stiften. Ein paar Stifte. Zwei, wow. Als ob ich es gewusst habe, ne? Ich habe es vorhin noch gesagt, ja, im besten Fall hat er zwei davon nicht. Dann kann ich nämlich welche verkaufen und er labert mich nicht voll. Nee, das passt schon. Ey, das ist doch der Hammer. Der Hammer ist das. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal nach einem Sackträger. Und dann, oder haben wir sonst noch irgendwas an Meilenproblemen hier, die wir machen müssten? Die wir auch aktiv machen können? Verdiene Sternis durch Verkauf. Okay, das machen wir jetzt zuerst und dann suchen wir nach einem Sackträger. Vielleicht kriege ich auch noch eine Quest irgendwie für so und so viele Insekten oder so und so viele Fische oder so und so viel, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Tut nicht so, als ob ihr es nicht wisst. Hi. Ich werde heute übrigens Super Mario Odyssey hier aufnehmen und wahrscheinlich, so wie es aussieht, das letzte Mal. Dann bin ich durch mit dem Spaß. Dann werde ich es privat spielen, bestimmt auch nochmal im Stream spielen oder sonst was. Aber fürs Let's Play bin ich durch. Und dann freue ich mich sehr auf Siberia 2. Ich fand den ersten Teil schon so unglaublich schön. Ich will was verkaufen. Das da. Genau. So, was kriege ich dafür? 15.000. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Aber es ist in Ordnung. Tschüss. Ich würde mir jetzt sehr wünschen... Oh, Splatoon 2 spielt da jemand. Das ist auch ein Spiel, was ich noch auf meiner Liste habe. Von Spielen, die ich mir für den 24-Stunden-Stream holen möchte. So, abholen, ja. Fange einen Falterfisch. Das war im Meer, ein relativ kleiner. Dann werde ich mich jetzt daran versuchen, ein bisschen Fische im Meer zu fangen. Für den Rest der Folge. Ja, vielleicht geht es ja auch relativ schnell, ne? Wer weiß. Wer weiß das schon. Oder es dauert ewig, weil keine Fische mehr im Meer sind. Ah, der ist zu groß für einen Falterfisch, definitiv. Ey. So. Ey, super, ein Seebarsch. Würde ich sofort am liebsten wieder einfach fallen lassen. Direkt am Ufer einfach gerade in der Hand fallen lassen. Naja. Bringt ja auch ein bisschen Geld, ne? Hi. Komm schon. Fische am Meer. Relativ klein. Nicht unbedingt ganz klein, aber relativ klein ist der, glaube ich, der Falterfisch. Ja gut, ich glaube, der hier ist zu klein. Das könnte, weiß ich nicht, was ein Seepferdchen oder sowas im besten Fall. Anemonenfisch vielleicht noch. Ich glaube, der ist zu klein für ein Seepferdchen. Ja, zu klein für einen Falterfisch. Der Falterfisch dürfte eine Nummer größer sein, so von diesem Schatten. Das hier könnte, glaube ich, einer sein, oder? Das ist eine Nummer größer. Oder schätze ich gerade zumindest. Oh, der hat Bock. Na gut, das ist eine Makrele. Aber ich glaube, ungefähr die Größe hat der Falterfisch nämlich auch. Wenn ich gerade den richtigen Fisch im Kopf habe, der das ist. Na?
Ein Stein, geil. Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Das war jetzt nichts, da hat er recht. Da hat er recht. Da hat er aber allerdings recht. Na gut. Du, 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 du. Gehen wir mal hier hinter der Brücke aus ans Meer. Huch. Hier haben wir nochmal einen Fisch. Na, sie? Ja, so jetzt aber. Wow, der hat Bock. Makrele. Ja, gut, okay. Ich glaube, Makrelen sind auch nichts wert, ey. Aber ist auch egal. Es geht ja nicht um den Wert, das geht ja um Meilen, damit wir unsere Früchte irgendwann kriegen. Wie, nee. Du sollst anbeißen, Kollege. Ups. Mein Fehler. Ich wette, das war ein Falterfisch. Da hinten ist ein Ballon, den brauche ich eigentlich, aber ich habe keine Schleuder mit. Und bis ich wieder da bin, ist der Ballon weg. Nee, da, das ist jetzt ein Falterfisch. Ich sag's euch. Ich sag's euch, Falterfisch, jetzt bist du dran. Ja, fast. Also Paletten-Doktorfisch, okay. Aber hey, es ist zwar keine Makrele oder so, ne? Schon mal viel wert. Oh, was haben wir denn da Großes? Lass mich raten, Seebarsch. Da könnte man eigentlich ein Trinkspiel rausmachen, so jedes Mal. Also man gibt einfach so eine Wette ab, so mit einem Kollegen oder so, so zu zweit. Was ist das für ein Fisch? Der eine sagt das, der andere sagt das. So. Und die, die falsch liegen, auch wenn beide falsch liegen, müssen einen trinken. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Also es müssten halt zwei sein, die Animal Crossing spielen. Und sonst ist es unfair. Weil der eine kann es besser einschätzen, der andere nicht so. Nasi? Ist mir gerade auch ein bisschen egal, ob die Fische jetzt klein sind oder nicht. Ich nehme einfach alles mit, was ich im Meer kriege. Einfach, weil eventuell ist ja noch was fürs Museum dabei oder irgendwas, was ich teuer verkaufen kann oder sonst was. Aber ich beschränke es aufs Meer, weil immerhin kann ich da einschätzen, dass es den Falterfisch hier auch wirklich gibt. Oh, schon da. Okay. Kein Falterfisch. Ach, lol, ich dachte gerade, das ist ja Unkraut, aber es war nur Heuschrecke. Alles gut, war nur eine Heuschrecke. So, komm so mal her. Na komm. Perfekt. Ein, ja, gut, okay. Also ich meine, er war eine Nummer größer als der Anemonenfisch, also wirklich so die Größe von Makrele hier. Von dem Schatten, den man ja sieht. Ungefähr, das dürfte dann so ein Falterfisch sein. So ein alter Falter. Ich glaube, den Falter da oben, den habe ich auch noch nicht, oder? Ansonsten ist es mir doch egal. Ah doch, Schwalbenschwanz ist das. Aus der Ferne sah er gerade ein bisschen anders aus. Aber den habe ich schon, den kenne ich schon. Ha, habe ich hier verscheucht? Scheint so. Naja, gut, okay, war wahrscheinlich sowieso nur ein Seebarsch. Immer schön schlecht reden, was das war, dann ist man nicht ganz so traurig, dass man den verscheucht hat. Na, komm. Ja, so ist gut.
So, Falter. Na, gut, ist nur eine Makrele. Aber in Ordnung, aber in Ordnung. An der Stelle wären wir dann auch mal wieder am Ende dieser Folge. Ihr kennt das Spiel hier unten, Kommentare schreiben, eine Bewertung dalassen und Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr wichtige Links zu Social Medias und sonstigen Kram. Und dann sehen wir uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NikoTube. Cheerio.